Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem recht abwechslungsreichen Fußballjahr 2021. Nach den Erfolgen im ÖFB Cup begann das Jahr 2021 ambitioniert und trotz des Ausscheidens gegen Bundesligisten Sturm Graz in Graz waren wir recht zuversichtlich, was die Saison in der Wiener Liga betraf. Dann kam aber der nächste Lockdown und die Zuversicht schrumpfte und nachdem auch noch die Niederösterreicher und Burgenländer die Saison für beendet erklärten, schwand jede Hoffnung der Wiener Fans. Und dann kam alles anders als befürchtet. Der von uns leider Gottes recht viel gescholtene Wiener Fußballverband, der ließ die restlichen Matches zu Ende austragen und wir sind aufgestiegen in die RLO. Props gehen raus. Tja, und da waren wir wieder, wo 2017 alles endete. Vorfreude auf spannende Matches, trotz vermeintlich schwere Gegner, wie zum Beispiel gleich das erste Match gegen Ex-Spieler und Trainer des First Vienna Football Club, Hansi Klär in Stripfing. Und ja, war zum Auftakt doch ein recht spannendes Match. Und so ging es dann auch weiter. Meist haben unsere Burschen gewonnen. Nicht immer, aber sie haben sich auf jeden Fall gut geschlagen. Und der zweite Platz zur Halbzeitpause in der RLO-Tabelle, der lässt recht viel hoffen, zum Beispiel auf die Bundesliga. Aber ganz ehrlich, meine Lieben, ist der First Vienna Football Club schon bereit für die Bundesliga? Schreibt es mir unten in die Kommentare oder sagt es mir auf Facebook. Trauriger Höhepunkt war aus Sicht der Fans das Wiener Derby gegen den Wurstclub in Dornbach draußen. Ja, sportlich haben wir gewonnen, aber für uns Fans unwürdige Szenen und für mich hat sich das Slogan Derby of Love erledigt. Und über den RLO Cup brauchen wir keine Worte verlieren. Die Frauenkampfmannschaft rund um Trainer Aschot hat gezeigt, was blau-gelbe Fußballleidenschaft bedeutet und haben souverän den Aufstieg in die höchste Spielklasse, in die Bundesliga der Frauen in Österreich geschafft. Ganz große Gratulation. Und in der Bundesliga hält sich unsere Frauenkampfmannschaft sehr gut in der ersten Hälfte der Tabelle. Ich kann euch nur einladen, kommt zu den Matches. Unterstützen wir gemeinsam die Frauenfußballmannschaften. Für mich als Fan, die interessantesten Spieler des letzten Jahres waren für mich, und damit geht raus, das Kamen Vienna Bussi an Sophie Neid, nach Verletzung und Geburt ihres Kindes, gleich wieder zurück in der Frauenkampfmannschaft und das in der Bundesliga. Sie ist eine wichtige Stütze für die Mannschaft. Das zweite Kamen Vienna Bussi geht raus an Mario Konrad, der nicht nur ein Spitzenspieler und Motivator der Mannschaft ist, sondern auch mehr für den Verein gemacht hat, als die meisten Wiener Fans wissen. Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war mit Sicherheit das Jubiläum 100 Jahre Stadion Natur Arena, Hohe Warte. Und sehr stolz bin ich auf die Serie mit euch, mit den Fans und ihren Stimmen und Geschichten und Erzählungen rund um das schönste Stadion der Welt. Genauso stolz bin ich aber auch auf das Liporello, die Saison, die es nie gab. Chic Cuisine kann man nur sagen, nicht nur für Sammler besonderer Grafik. Danke an den Tom Koch für deine tolle Mitarbeit. Weiter sollte das Heft Vertrieben, ermordet, jüdische Mitglieder des First Vienna Football Club, jeder Vienna interessierte Fan gelesen haben. Mr. Geoffrey R. Hoke hat unsere Vienna besucht und in der Bibliothek des Palästeres gibt es ein neues Format, Fußballstadt Wien, und da ist unsere Vienna und natürlich die Hohe Warte recht gut vertreten. Was hat sich 2021 bei Kamen Vienna getan? Nun, ich habe einiges gelernt. Ich habe eine neue Ausrüstung, um euch noch bessere Bilder, noch bessere Informationen zu liefern, um euch noch besser zu unterhalten. Ich werde euch weiterhin berichten, was sich bei den Fans der Vienna so tut. Es sind wieder Serien geplant, Berichte von den Mannschaften. Vor allem möchte ich euch auf die Matches einstimmen. Ich möchte euch Hintergrundgeschichten geben. Es wird wieder Fangespräche geben und vieles, vieles mehr. Liebe Fans und Freunde der Vienna, ich wünsche euch einen guten Rutsch in ein hoffentlich für uns alle erfolgreiches neues Jahr. Bleibt gesund,
passt auf euch auf, liked und teilt den Kanal Kammern Vienna. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich bei den Matches der Frauen- und Herrenmannschaften des First Vienna FC. Also, wir sehen uns und Kammern Vienna! Hallo Fans und Freunde, es ist alles nicht zu laut. Okay. Wir schauen wir gemeinsam zurückschauen, bitte nicht vergessen. Keine Ahnung, was ich gemeint habe. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man kann es nicht sagen. Wie geht es aus? Bleibt gesund. Niemals. Ex-Spieler und Trainer des Vienna.